Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Kalenderspreads. Da gab es etliche Fragen von euch in unserer Facebook-Gruppe, in den E-Mails oder auch hier in den Kommentaren. Und deswegen Kalenderspreads, heute mal die Grundidee eines Kalenderspreads. Ihr wisst, normalerweise handeln wir ja hauptsächlich oder verkaufen wir hauptsächlich Optionen. Wir machen Spreads, wir machen sehr viel nackte Optionen. Aber hin und wieder wird auch mal gefragt, Mensch, kannst du nicht mal erklären, was sind denn eigentlich Kalenderspreads? Und deswegen möchte ich heute mal beginnen, euch ein bisschen die Grundidee von Kalenderspreads vorzustellen. Wir werden dann noch ein zweites Video machen, wo wir so ein bisschen auf Besonderheiten eingehen. Damit aber die vielen neuen Abonnenten, die hier dazugekommen sind und die vielleicht noch nie etwas von Kalenderspreads gehört haben, will ich euch erstmal super Grundregeln geben oder super Grundideen geben. Was ist denn überhaupt so ein Kalenderspread und wie funktioniert das Ganze? Ein Kalenderspread ist im Grunde genommen eine sehr, sehr simple Geschichte, nämlich ein Spread muss immer zwei Optionen beinhalten und in dem Falle heißt er deswegen Kalender, weil diese Optionen verschiedene Laufzeiten haben. Also ein klassischer Kalenderspread ist so aufgebaut, man verkauft eine kurzlaufende Option und kauft eine länger laufende Option. Also beispielsweise, wir nehmen jetzt mal den Spider her, das kennt ihr, ne? Den ETF auf den S&P 500, den wir hier sehr häufig auch handeln. Man würde jetzt einen Put verkaufen, der vielleicht 30 Tage Restlaufzeit hat und dann am gleichen Strike wieder einen Put kaufen, allerdings eben mit einer längeren Laufzeit, zum Beispiel von 60 Tagen. Das Ganze gibt es dann noch mit verschiedenen Strikes, also dass man sagt, der eine ist höher oder tiefer, dann nennt sich das Diagonal, dann kann man das umdrehen, da heißt es dann ein Reverse Kalenderspread. Wir bleiben aber mal heute bei dem ganz klassischen Modell, klassischer Kalenderspread, verkaufe die kurze Laufzeit, kaufe die lange Laufzeit. Dann müssen wir uns überlegen, okay, was macht das überhaupt, was hat das überhaupt für einen Sinn? Und wie kann sowas überhaupt Geld verdienen? Und der eine oder andere hatte schon gefragt, Mensch, hat das nicht was mit Volatilität zu tun? Und genau so ist es auch. Es gibt zwei Dinge, wie man mit, oder es gibt eigentlich drei Dinge, warum man mit einem Kalenderspread Geld verdienen kann. Der erste Punkt, mit dem man in einem Kalenderspread Geld verdienen kann, oder das erste Kriterium, mit dem man in einem Kalenderspread Geld verdienen kann, ist das sogenannte Theta. Theta heißt Zeitwertverfall oder ist der Zeitwertverfall. Und ich habe euch hier mal ein Bild gemacht und zwar ist das ein Ausschnitt aus OptionView, also einer Optionsanalyse-Software, die wir hier verwenden. Und da seht ihr hier so eine Matrix, nennt sich das. Und da seht ihr zwei eingerahmte Spalten und das ist jeweils das Theta. Und einmal ganz vorn, das ist die verkaufte Option, das wäre jetzt ein Put. Da seht ihr das Theta gekennzeichnet und dann bei der zweiten Spalte, da seht ihr ebenfalls wieder das Theta gekennzeichnet und da seht ihr, dass der Zeitwertverlust in der kurzlaufenden Option größer ist als in der langlaufenden Option. Und die eine habt ihr gekauft, die andere habt ihr verkauft und deswegen gewinnt eben so ein Kalenderspread einfach, indem die Zeit vergeht. Ne? Ganz klassisch Zeitwertverlust oder Zeitwertverfall, davon profitiert ein Kalenderspread. Das seht ihr auch dann nochmal unten, wo der Pfeil hingerichtet ist. Das Ganze hat also ein positives Theta, das heißt, wir profitieren vom Zeitwertverfall. Der zweite Punkt, wie so ein Kalenderspread funktionieren kann oder warum er Geld verdienen kann, das ist das sogenannte Vega. Auch hier mache ich euch das nächste Bild rein. Da habe ich euch mal die Spalte des Vega eingeführt. Und da seht ihr, jetzt ist das genau umgekehrt. Dass die kurzlaufende Option, die wir short sind, die hat ein geringeres Vega als die langlaufende Option, die hat ein höheres. Und Vega, was war das gleich nochmal? Ne? Anstieg der Volatilität, das ist positiv, genau. Also das Vega drückt aus, wie verändert sich die Option, wenn die Volatilität ansteigt. Und hier ist es also so, du hast eine Option, die hast du gekauft, die hat ein höheres Vega und du hast eine Option, die hast du verkauft, die hat ein niedrigeres Vega. Jetzt wissen wir schon mal, wenn die Volatilität ansteigt, was profitiert? Gekaufte Optionen. Verkaufte Optionen, die verlieren beim Volatilitätsanstieg. Da das Vega bei einer langfristigen Option oder langlaufenden Option besser gesagt höher ist als bei der kurzlaufenden Option, steigt zwar verlierst du mit der einen, gewinnst mit der anderen, insgesamt gewinnst du aber mehr bei ansteigender Volatilität. Und deswegen ist es halt so, dass Kalenderspreads dann besonders gut funktionieren, wenn du das in einem
Volatilitätsumfeld machst, was sehr, sehr niedrig ist und wenn dann die Volatilität ansteigt. Aber jetzt hier auch gleich mal der Punkt. Viele denken immer, wenn man einen Kalenderspread aufsetzt und danach explodiert die Volatilität, dass man dann ganz viel Geld verdient mit Kalenderspreads. Dem ist aber nicht so, weil stellt euch mal vor, ihr habt eine ganz normale Volatilität und jetzt kommt plötzlich ein externes, extremes Ereignis und die Vola poppt über Nacht extrem nach oben. Welche Optionen werden dann als erstes gekauft? Da werden natürlich nicht die Langlaufenden gekauft, sondern die Kurzlaufenden, weil die ja tendenziell billiger aussehen. Und deswegen kann es sein, dass wenn es so ganz extreme Volatilitätsveränderungen gibt, dass dann die vorderen Optionen doch deutlich teurer werden, als man sich das gedacht hat. Aber wenn die Volatilität langsam ansteigt und im vernünftigen Maße ansteigt, dann ist tatsächlich so, dass so ein Kalenderspread eben funktioniert, weil die langlaufenden Optionen besser davon profitieren, als die kurzlaufenden verlieren. So, und als letztes Bild schauen wir uns jetzt mal an, wie sieht denn überhaupt das Auszahlungsprofil von so einem Kalenderspread an? Und da seht ihr, das sieht so aus wie so eine Art Zelt. Und damit könnte man es ein wenig vergleichen, vielleicht mit einem Short Strangle. Nicht ganz, ne? Ihr seht, das ist ein bisschen anders, aber ein Short Strangle hat ja auch so ein ähnliches Auszahlungsprofil. Der Unterschied ist eben bloß hier, ein Kalenderspread ist ein sogenannter Debit Spread, das heißt, ihr müsst Geld ausgeben, ne? Weil ihr müsst ja die länger laufende Option kaufen, die ist teurer als die kürzere, die ihr verkauft. Bei einem Short Strangle wäre es ja so, ihr verkauft zwei Optionen und kriegt Geld, hier wendet ihr Geld auf. Damit habt ihr natürlich aber auch den Vorteil, ihr habt ein begrenztes Risiko, weil mehr als das, was ihr aufgewandt habt, könnt ihr eigentlich nicht verlieren. Und das Zelt ist eben meist ein bisschen kleiner als in einem Short Strangle, aber Volatilität ist natürlich noch der Punkt. Short Strangle würdest du tendenziell eher machen bei hoher Vola, Kalenderspread würdest du eher machen bei einer niedrigen Vola. So, ich hoffe, ihr habt damit erstmal jetzt so die Grundprinzipien von Kalenderspreads verstanden. Es wird noch ein zweites Video hier dazu geben und da werde ich dann mal auf so ein paar Besonderheiten eingehen, weil wir hatten zum Beispiel eine Frage bekommen, ob eigentlich ein Kalenderspread ein risikoloser Trade ist. Also jemand hatte uns eine Frage geschickt, die auch super war und wo wir dann so stand, Mensch, ich kann mir das nicht vorstellen, aber nach meiner Überlegung muss der doch immer gewinnen. Ist leider nicht so. Ne? Free Lunch gibt es an der Börse nicht, aber die Idee war trotzdem gar nicht so schlecht. Ich will euch aber dann im zweiten Video aufzeigen, warum es eben nicht so ist. Das gibt es dann in der kommenden Woche. Wer es in der Zwischenzeit kaum noch aushält, ne, und sagt, Mensch, ich muss jetzt unbedingt mehr über Kalenderspreads wissen, der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, setzt euch an die Computer, googelt und schaut nach, was es alles über Kalenderspreads im Netz gibt. Da findet ihr ganz, ganz viel. Oder aber, jetzt kommt der Werbeteil, wir haben 2013 mal ein Webinar gemacht und zwar hier Trading Calendar Spreads, sehr, sehr schönes Webinar damals gewesen, mit vielen, vielen Live-Trades drin gewesen, ganz viel Erklärung, auch ganz viel Besonderheiten, wie adjustiert man, was macht man, weil es gehört schon ein bisschen was zu Calendar Spreads dazu und deswegen hier, ich mache euch auch einen Link in unseren Shop unten rein, also wem das interessiert, ne, der kann sich das gerne näher anschauen und kann da ein paar Dinge einfach, kann da auch was lernen, weil wie gesagt, Kalenderspreads sind eine schöne Sache. Ich habe früher sehr, sehr viel Kalenderspreads gehandelt, jetzt mittlerweile ein bisschen weniger. Das hängt mit der Kontogröße auch zusammen, aber gerade wer ein kleines Konto hat, ne, und will das nach oben bringen, für den sind Kalenderspreads durchaus eine super, super interessante Sache. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg an der Börse. Servus, macht's gut. Bye, bye.